Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, so Maxi. Wir sind gerade auf einem Höhlentauchgang und zwar suchen wir die Höhle von Atlantis, diesmal in Echtzeit. Wir haben das letzte Mal gewechselt von Cassandra auf diejenigen, die jetzt die Höhle suchen. Und da seht ihr es, wenn ihr die letzte Folge nicht verpasst habt, das ist genau derselbe Weg, wie Cassandra ihn genommen hat. Wie krass. Mir wird das Loft in London fehlen. Die Aussicht hat mir gut gefallen. Fehlen? Warum kannst du nicht zurück? Hast du Kyoshis Bericht nicht gelesen? Abstergo hat es durchsucht. Es ist kompromittiert. Nein, ich war mit Recherchen zu Terra beschäftigt. Kyoshi, alles klar? Natürlich. Nachdem wir unsere Ausrüstung abtransportiert hatten, habe ich alles aus sicherer Entfernung beobachtet. Haben Sie mein Geschenk gefunden? Ja, sie haben den USB-Stick gefunden, den du verloren hast. Nette Taktik. Keiner bei Abstergo wird dumm genug sein, ihn in einen Computer zu stecken. Das müssen sie nicht. In dem Gehäuse ist einer meiner RFID-Transmitter. Er muss nur in die Nähe einer Workstation, sagen wir, im Büro des Sicherheitschefs. Und boom. Beeindruckend. Alles an einem Tag. Wow, das ist beeindruckender, als ich es mir vorgestellt habe. Wie haben sie das alles gebaut? Ich würde alles für einen ISO-Werkzeugkasten geben. Oh nein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt hier sind. Das ist anders als in Ägypten. Ein paar ästhetische Elemente sind gleich, aber... Und da sind wir. Ich sollte den Anzug ausziehen, bevor ich mich umsehe. Es ist real. Ich hab's geschafft. Layla an Altair 2. Ich bin drin. Hast du Sichtkontakt? Ja! Bei den Göttern, Layla! Das ist Atlantis! Wie fühlst du dich? Ist dir schwindelig durch den Druckwechsel? Nein, alles gut. Diese Räume sind... der Wahnsinn. Denk nach, Layla, denk nach. Es muss einen Weg geben. Irgendwo muss eine Stromversorgung sein. Ich gehe zurück in den Animus. Cassandra muss mir zeigen, wie sie hineingekommen ist. Ha. Na super. Ich weiß wirklich nicht, ob das gut ist, wenn wir den Menschen von heute zeigen, wo Atlantis ist und wie man da reinkommt. Supi. Okay. Was hat das? Sphinx? Als ob wir da jetzt wirklich hin müssen. Aber sieht so aus. Oder wir sprechen mit Marina. Oder... Gut, in Lakonien können wir dann, wenn wir mit Marina dort sind, den Wolf... Hey, der ist nicht weit entfernt. Vergleichsweise. Sammle spartanisches Siegel. Okay. Das ist neu. Um gegen Minotaurus zu kämpfen. Okay. Was ist das denn alles? Was sind das alles für Quests? Sehr cool. Tritt die Arena. Okay, kritischer Stier. Ist jetzt aber wahrscheinlich nicht dasselbe wie der Minotaurus. Heißt es, ich muss jetzt hier sowieso erstmal raus. Schätzungsweise. Hier geht's ja auch noch irgendwo hin. Wahrscheinlich ist das dann der Ausgang, oder? Wenn ich dem Ganzen trauen kann. Sieht jedenfalls aus wie ein Tor. Oder auch nicht. Muss ich jetzt doch den ganzen Weg wieder zurückgehen? Ach, hier ist was. Vielleicht doch nicht. Und hier solltest du zuhören und vor Ehrfurcht erstarren beim Anblick dieses Monuments dir vorboten.
Du solltest dich an diese Insel erinnern, wie oft man sie auch umbenennen möge. Terra, Kalyste, Atlantis. Aha. Das ist hier doch irgendwo ein Mechanismus. Hier? Sie sollte als Referenzpunkt für die Simulation neuer Universen dienen. Aber wie sollen Sie eine bessere Zukunft erschaffen, wenn Sie nicht die Fehler der Vergangenheit sehen? Wow. Zu viele von meiner Art haben die Menschen für ihre Zwecke manipuliert. Es tut mir leid, dass so viele von ihnen Erfolg hatten. Wow. Wenigstens ist einer der schlimmsten Einflüsse fort. In meiner Zeit zumindest. Junos Macht war immens. Ich hätte diese Aufnahmen nicht übertragen können, wenn sie noch hier wäre. Orte der Vorboten verfolgten einen Bildungsauftrag für die Menschen. Ich bin sicher, dir ist die Strategie dieser großzügigen Offenbarungen aufgefallen. Und hier noch. Die Vorboten waren stolz auf diese Monstrosität. Sie wollten ein unzerstörbares Abbild ihres Wissens kreieren. Okay. Kann mir vielleicht trotzdem jemand die Tür aufmachen? Ich will doch nur hier raus. Oh, geht's da oben irgendwo hin? Kommen wir da hoch? Hier nicht. Hier auch nicht. Okay. Schauen wir mal nach auf der anderen Seite. Vielleicht ist da noch irgendwas. Ich würde halt echt ungern den ganzen Weg jetzt wieder zurücklaufen. Ich meine, zur Not können wir ja dann auch uns hin teleportieren. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, doch ich brauche Antworten. Du hast sicher viele Fragen, Kind. Ich habe Fragen zu meiner Familie. Die sentimentalen und emotionalen Bindungen zwischen den Menschen waren mir immer ein Rätsel. Ich wusste, dass Myrine nicht frei davon ist. Warum kamst du her und ließ Martha und mich in Sparta zurück? Ich hatte nie vor, dich aufzuziehen. Es war unsere Pflicht, unsere uralte Blutlinie fortzuführen. Damit jemand, der stark genug ist, das Nötige tut, wenn es soweit ist. Du hättest uns hierher mitnehmen können. Dann wärst du jetzt unvorbereitet. Wenn du all die Jahre hier warst, wie hast du meine Mutter getroffen? Wir stammen beide von denen ab, die diesen Ort erbaut haben, genau wie du. Wir wussten, dass es unsere Pflicht war, den Stammbaum fortzuführen. Und deshalb habt ihr mich gezeugt? Wenn man so will, ja. Sehr romantisch. Warum jagt der Kult unsere Familie? Es ist das Schicksal unserer Familie, die Macht an diesem Ort zu kontrollieren. Unser Blut ist der Schlüssel dazu, die Geheimnisse von Atlantis aufzudecken. Dann wollen sie unser Blut? Du hast eine Bestimmung, den Kult und ihren Einfluss auf die griechische Welt zu vernichten. Du gefährdest alles, wofür sie kämpften, weil du die Macht hast, dich ihnen entgegenzustellen. Sie haben vergebens versucht, mich zu vernichten. Sie werden mich nie kontrollieren. Okay. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich sollte gehen. Ja, es gibt viel zu tun. Bring die Artefakte schnell zurück. Je länger wir warten, desto größer ist die Gefahr, dass Atlantis entdeckt wird. Okay. Na supi. Das war ja echt eine romantische Liebesgeschichte zwischen Pythagoras und Myrine. Sind hier auch nochmal solche Tatsache. Die Griechen der Antike schrieben über etwas, das später mythische Wesen genannt wurde. In dieser Realität sind einige davon mehr als nur Mythen. Ich fürchte, die Vorboten stecken dahinter. Das biologische Programm wurde manipuliert. Technologische Artefakte verschmolzen mit Fleisch zu monströsen Hybriden. Es überrascht mich nicht. Die Vorboten lieben es, als Götter verehrt zu werden. Warum nicht Wesen erschaffen, die diesem Ruf gerecht werden? Es bedurfte des Ehrgeizes der Vorboten, um einfache Dinge in Artefakte zu verwandeln, mächtig genug, um Zivilisationen zu bedrohen. Gut gemacht.
In dieser Aufnahme sollte es um den Speer des Leonidas gehen. Doch du weißt, was Speere sind. Menschen töten sich mit ihrer Hilfe seit Hunderten von Jahren gegenseitig. Und der Stab, den du den Stab des Hermes Trismegistos nennst, das ist ein Stab wie jeder andere. Er ist eine Stütze, eine Waffe und auch ein Symbol der Macht. Okay, warum darf ich hier nirgendwo hoch? Gut, okay. Da haben wir jetzt alles gehört, was wir hören müssen. Und müssen jetzt zurück. Juhu! Auf geht's! Aber wir werden erst den kretischen Stier erledigen. Da werde ich mal kurz schauen, wo genau der ist. Wo sind wir denn? Ach, hier unten. Okay. Ja gut, ich kann ja zu Adrastea jetzt die Schnellreise machen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was passiert wäre. Okay. Na dann. Auf Position! Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja wirklich... Ja, dann berg's doch. Los geht's! Oh, kommen wir dort durch die Steine? Ich hoffe doch. Erhöht das Tempo! Okay. Hier kommen wir nicht durch. Wundervoll, wundervoll. Mann, versperrt uns doch mal nicht immer den Weg. Okay, da haben wir aber einen richtig krassen Teil hier gefunden. Muss ich sagen. Haltet euch fest! Hui, platsch. Hui, platsch. Okay, hier rum. Da ist sogar noch ein Schiff. Ja, dann machen wir halt hier, setzen wir die Segel. Ich meine, wir sind ja auch fast da. Und wenn wir schon mal so nah hier sind, warum sollten wir dann nicht den kretischen Stier gleich herausfordern. Segel hoch! Los! Warum? Macht schneller! Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht mehr Reisegeschwindigkeit machen konnte. Jetzt. Öffnet das Segel! Jetzt geht's wieder. Krass, hier ist Atlantis. Vor allem so aus dem Nichts. Ich hätte auch... Was ist die große Landmasse vor uns? Kreta, das Land der Mysterien und Helden. Theseus und der Minotauros. Du kennst die Geschichte. Teilweise. Theseus war ein Held der Athener. In Sparta war die Geschichte nicht sehr beliebt. Ja, aber es war eine epische Geschichte. Theseus wagte sich in das Labyrinth, um den Minotauros zu erlegen. Ein schier unmögliches Unterfangen. Doch es gelang ihm und er rettete die Minoer. Mir scheint, Theseus und ich haben so einiges gemeinsam. Kopf hoch, Kassandra! Die Götter stehen auf deiner Seite. Wenn es dir gelingt, grillen wir eine Ziege, trinken Wein und ich erzähle dir alle Geschichten, die ich kenne. Okay. Ich bin froh, dass du hier bei mir bist. Es ist mir eine Ehre, dich zu begleiten, Adlerfrau. Ja, ich hätte nie gedacht, dass sie noch einen anderen Vater hätte. Ich dachte echt, der Wolf von Sparta, das wär's gewesen. Ich bin etwas verwirrt. Aber okay. Ist halt so. Oh, jetzt sind wir da. Oh, und schaut mal, da ist sogar... Lass mal hier hin. Wie ihr mal so angelegt habt. Ach. Dauert mir alles zu lange hier. So, hoch mit dir, Kassandra. Kreta, da war ich sogar schon mal im Urlaub. Schöne Insel. Sieht allerdings jetzt anders aus als hier. Lagerhaus der Hafenbehörde. Ja, steigen wir mal da hoch. Na los. Muss der da irgendwie hochkommen. Zack. Und einmal synchronisieren, bitte. Ja, ist jetzt nicht sehr spektakulär. Ist halt ein kleiner Hafen. Aber gut. Wir haben ihn synchronisiert.
Und ich würde sagen, wir begeben uns allerdings jetzt direkt mal zum Stier. Sonst lassen wir uns nur wieder zu sehr ablenken. Also ich mich. Und dann schaffen wir den heute definitiv nicht mehr. Das wird, denke ich, jetzt schon knapp, wenn ich bedenke, wie lange auch der Löwe gedauert hat, den zu besiegen. Ich hoffe, ich bin jetzt besser gerüstet. Was ich danach machen werde, ist die Fähigkeit hier. Der Stier hat ja kein Schild. Wenn sich euch der Händler in den Weg stellt, macht ihn fertig! Halt! Hallo, bitte. Geht's noch? Ich muss das verkaufen. Meine Familie muss doch von etwas leben. Echt mal, lass den in Ruhe. Was geht hier vor sich? Dieser Malakas muss Steuern zahlen wie jeder andere auch. Sonst zertrümmern wir jeden Topf auf der Agora. Das ist Diokles Befehl. Ha, wunderschön. Lasst den Händler in Ruhe. Ihr habt schon genug getan. Ha! Sehnst du dich etwa nach einer Tracht Prügel? Dann zertrümmern wir auch dich. Ja, genau. Pass auf, pass auf. So. Selbst schuld. Wie sie sich freuen. Seht ihr, und ich lasse mich trotzdem ablenken. Ich habe jemanden reden gehört und zack, war alles vergessen. Aber ihr kennt das ja, bei Assassin's Creed ist das nun mal so. Geht ganz schnell. So. Natürlich hoch in den Bergen. Da, wo keiner mehr helfen kann. Da ist der Stier. Und theoretisch müssen wir hier auch den Minotauros besiegen. Puh, wir sind echt weit gekommen. Muss ich schon sagen. Ist vielleicht doch in der Höhle oder so. Kommst du halt nicht den Felsvorsprung hoch. Und wahrscheinlich wie immer liegt der Eingang zur Höhle auf der anderen Seite. War ja klar. War mir sowas von klar. So ein Glück haben wir irgendwie immer. Ja, Ikaros, jetzt wissen wir auch, warum er uns so sehr gehorcht. Vielleicht ist es doch keine Höhle. Aber wir müssen trotzdem ein ganzes Stück laufen. Das sieht schon geil aus. Gefällt mir hier. Okay, Ikaros. Da ist er. Na los. Da ist er doch. Wer ist denn da? Der Vater des Minotauros. Okay. Vater des Minotauros, echt? Okay. Wird schwierig, denke ich. Aber... Flupp. Da bin ich. Komm schon. Aber anscheinend einen Giftbogen. Wow. Das war knapp. Komm. Achtung. Wow. Nein, nicht das Kampfgebiet verlassen. Das ist halt die Gefahr, wenn man hier so am Rand kämpft. Okay, wir kämpfen mal lieber nicht am Rand. Ja, sehr gut. Wow. Au. Es ist echt schwierig, bei dem einen Treffer zu landen. Gerade. Ich heile mich erstmal. Achtung, Cassandra. Okay, der ist nicht benommen. Der wird auch nicht benommen. Nie im Leben wird er benommen. Okay. Ach. Krass, 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 krass. Was ist das für ein Stier? Vor allem, ich muss ihn jetzt treffen. Ah, Leute. Sonst habe ich hier echt keine Chance. Okay. Ah. Au. Ah. Immerhin, wenn wir ihn vergiften, ziehen wir ihm ja trotzdem was ab. Ach, sehr gut. Achtung. Achtung, Cassandra.
Der Bogen war die richtige Wahl. Okay. Ah, los. Ja. Pass auf. Legendär ist hier. Immer noch. Ah! Uah. Ich hab ein bisschen Angst. Wow. Da hat er uns auch gut getroffen. Okay, sehr gut. Wow. Okay. Wow. Entschuldigung. Pass auf. Okay. Au. Vorsicht, Cassandra. Wow. Huf. Wow. Au. Ah, das tat weh. Aber wir waren vorhin schon mal schlimmer dran, Leute. Okay, das schaffen wir. Komm. Wow, wir waren schon mal kurz vor dem Tod. Okay, pass auf. Oh, wow. Wow. Auf einmal war der schon wieder hinter mir. Ah. Ich will dir eigentlich nicht wehtun. Aber es nützt nichts. Der springt zu schnell weg. Ah. Ja, jetzt können wir... Ah, sehr gut. Haben wir einen guten Schlag gelandet. Ich hätte mir hier bei diesen Kämpfen noch ein bisschen epische Musik gewünscht. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Vielleicht habe ich auch welche eingefügt. Ich weiß es noch nicht. Komm. Ja. Wow. Wir haben ihn geschafft. Der kretische Stier. Da liegt er, Vater des Minotauros. Und er bringt uns direkt einen Stufenaufstieg. Supi, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Ich überlege gerade. Zeit verlangsamen ist eigentlich geilo. Ich hätte halt gerne noch ein bisschen mehr Angriff. Gut gerüstet ist auch gut. Höchstleistungsangriffe. Ah, fordert Speer. Was? Speerstufe 5? Was sind wir denn eine Speerstufe? Feuer. Das ist dann das Schwierige. Ich dachte, ab jetzt wird es eigentlich einfach, wenn man alle einmal hat. Erhöhe den Kriegerschaden. Komm. Aber ich weiß nie genau, was ich jetzt verbessern will. So, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Wir haben den Stier ausgeschaltet und haben hier auf Kreta, denke ich, noch so einige Aufgaben dann zu erledigen. Aber dazu dann mehr beim nächsten Mal. Oh, ich könnte dann erstmal dorthin gehen. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies mit mir, Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.